7. So. Ich muss noch mal kurz Nase putzen. So, wieder da. Ja, lohnt sich ja bald schon wieder die Aufnahmen hier zu rendern, wenn ich so gucke. 22 Dateien sind es. Ja, jetzt habe ich viele Unterbrechungen drin gehabt. Und sind trotzdem einige Folgen. Normalerweise rendere ich so bei 50 Dateien aufwärts. Aber ich muss jetzt ja ein bisschen schneller mal anfangen zu rendern, denn ich möchte ja, ich sag mal, im Dezember oder schon Ende Oktober, Ende November wenigstens wieder auf 3 Folgen zurückkommen. Ich hoffe, das schaffe ich auch. Bin nämlich gut bei dem, was wir noch alles vorhaben. So. Ansonsten ziehen wir das Jahr wieder bis Februar raus. So. Dann erst hoch. Dann könnten wir theoretisch auch die Leiter benutzen. Und auf das gleiche raus. Und da sind wir wieder. Ah, jetzt habe ich keine Treppen dabei. Und nochmal das Ganze zurück. So, mit 20 Treppen kommen wir hin. Sollten wir. Jetzt aber. Ja, die Laufwege nach hier hinten sind dann schon deutlich länger. Fangen wir mal mit Kies an. Und das Feuer brennt dort gemütlich vor sich hin. Es ist schon eines der zweiten Feuer. Ja, die dritten Feuer werden jetzt dort hinten oder dort hinten stehen. Irgendwann werden sie so weit wegstehen, dass man sie nicht mehr sieht und nur noch die gegenüberliegende Küste markieren. Wenn wir mal so weit sind, dass überall Ozean drumherum ist. So.
Ja, ich denke, mit den Treppen kommen wir locker hin. Eins, zwei, drei noch. Sechs Stück. Na, dann müssen wir eh wieder zurücklaufen. Dann brauchen wir nämlich das ganze andere Zeug wieder. So. Und da sind wir auch schon oben. Kurze Probe. Passt. Ich habe noch einen Stackies dabei, den habe ich gar nicht bemerkt. Nächstes Jahr bauen wir dann den großen Flughafen. Da wird wahrscheinlich das ganze Jahr drauf gehen, aber okay. Zumindest ein Großteil von dem Jahr. Dicht machen. So. Gut. Dann holen wir das Zeug fürs Dach. Und dann sind wir auch schon beim letzten Turm angelangt. Mal kurz am Bein jucken, blöde Mückenstiche. Davon. Davon können wir ein bisschen was nachmachen. Davon bräuchte ich auch ein paar mehr. Dann nehmen wir gleich schon mal Kabel mit. Weiter basteln dann. Ein Stack weniger, dafür etwas Holz. Müssen wir dran denken, dass wir dann zum letzten Turm auf jeden Fall unsere Crafting-Box mal wieder abholen. Wäre sicher ganz praktisch. Eins, zwei, drei. So.
Hoch. Der sieht auch freundlich aus, richtig knuffig, besonders mit der Zahnlücke. Kurz diesen Mückenstich hier vergewaltigen. Naja, eigentlich vergewaltige ich nicht den Mückenstich, sondern vielmehr meine Haut darunter. Naja. Ihr könnt auch mal wieder euch die Plätze tauschen. Machen wir von unten weiter. So. Ups. Fertig. Das noch abreißen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir brauchen nur noch einen Turm. Und dann haben wir es hinter uns. Na, der ist noch ein bisschen weiter versetzt als der andere. Und dann wollen wir mal rangehen wie bei den anderen. Bin gespannt, ob wir nochmal zum Hauptlager müssen. Hier scheint irgendwas unten gespawnt zu sein, das heißt, es funktioniert zumindest. In der Theorie. Hm?